Moin moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Handball Hacks. Und heute habe ich euch ein bisschen was vorbereitet und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr ja ein optimales Wurftraining auf einer halben Halle strukturiert und das kann dann natürlich einfach so gespiegelt werden auf die komplette Halle. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also wir haben wie gesagt eine Hallenhälfte zur Verfügung und hier möchten wir jetzt ein Wurftraining aufbauen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Torwart, den ich hier reinstelle und dann ja, gehen wir davon aus, dass wir eine Mannschaft mit 14 Spielern insgesamt haben. Das heißt, 7 Spieler auf jeder Hälfte, ein Torwart, das heißt, wir haben 6 Feldspieler auch noch auf dieser Hälfte. Das heißt, ich packe hier schon mal 6 Feldspieler ins Feld und dann gucken wir mal am besten, den siebten tue ich hier weg, am besten, wie wir das organisieren können und auch, wie wir uns als Trainer ja, optimal aufstellen können. Also, wir möchten als erstes einmal einen haben, der wirft. Ja, Nummer 1, Wurftraining, der wird eine Wurfserie machen. Das heißt, der kriegt zum Beispiel drei verschiedene Aktionen und diese Aktion muss er 3 oder 4 Mal hintereinander machen, sodass er dann 9 oder 12 Würfe hat. Und das Ganze machen wir jetzt mal für die Außenposition. Das heißt, wir stellen den erstmal schon mal auf Außen. Das heißt, der kriegt nachher 2 Würfe von Eck außen und einen von Linien außen. So, und dann möchten wir natürlich, dass die anderen 5 Spieler nicht doof rumstehen, sondern wir möchten alle mit ja quasi Aufgaben beschäftigen oder alle sollen Aufgaben bekommen, sodass wir uns als Trainer darauf fokussieren können, unseren Werfer, ja, hier den Nummer 1 Spieler auf Außen, dass wir den durchgehend korrigieren können, dass wir dort loben können, dass wir dort motivieren können. So, was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen als erstes mal einen, ja, einen Ballkorb oder einen Ballwagen. Das zeichne ich mal hier ein. Ja, das ist irgendein Korb oder ein Wagen, ich mache es mal so, wo die Bälle drin sind. Weil der Spieler soll natürlich ohne Unterbrechung in einem guten Tempo seine 9 bis 12 Würfe bekommen. Dann brauchen wir jemanden, der die Pässe gibt. Ja, das heißt, jemand muss immer quasi mit den Bällen aus dem Ballwagen Pässe zu diesem Spieler geben. Dann brauchen wir natürlich jemanden, der auch an diesem Ballwagen steht. Erzähle ich euch gleich warum. Dann haben wir 2 Spieler, die Bälle sammeln und einen Spieler, der Pause macht. Und jetzt habe ich schon die ordentlichen Zahlen genommen, weil Spieler 1 wird werfen und in der zweiten Runde rotiert es dann immer einen weiter. Das heißt, Spieler 1 wird zu Spieler 2 und Spieler 2 habe ich jetzt weggestellt, weil der Pause hat. Ja, das heißt, nach dem Werfen hat der Spieler erstmal Pause. Dann geht Spieler 1, ja, hat danach Pause. Wird danach Spieler 3, steht dann am Ballkorb, danach Spieler wird er 4, danach wird er 5 und dann wird er 6. Das heißt, nachdem er am Ballkorb war, muss er Bälle sammeln, muss er nochmal Bälle sammeln, dann wird er Passgeber, bevor er wieder Werfer wird. So, warum brauchen wir jetzt alle diese Aufgaben? Also, wir haben gesagt, Spieler 1 ist der, der wirft, Spieler 2 hat Pause direkt nach dem Werfen, Spieler 3 steht am Ballkorb. Der fängt die Bälle, die ihm von Spieler 5 und Spieler 4 zugeworfen werden. Das heißt, wenn hier immer geworfen wird, ja, er wirft aufs Tor. Der Ball bleibt entweder im Tor, dann kann dieser Spieler gerade dahin laufen und sich den Ball holen, oder der Torwart schubst ihn gerade raus, oder er trifft das Tor nicht, ja, er wirft hier Pfosten, der Ball fliegt nach da. Dann haben wir hier 2 Ballsammler, die gerade den Ball einsammeln und zu Spieler Nummer 3 werfen, der den Ball in den Ballkorb legt, oder direkt zu Spieler 6 hier passt, der Passgeber ist. Und dieser Passgeber, der sollte sich dann halt ein bisschen so positionieren, oder beziehungsweise der Ballkorb sollte so positioniert werden, dass der Passgeber einfach nur gerade sich hier den Ball rausnehmen kann, den Pass spielen kann. Der kann natürlich auch 2 oder 3 Bälle gleichzeitig in der Hand halten. Und ihr als Trainer positioniert euch so, dass ihr durchgehend diesen Spieler korrigieren könnt. Ja? Und das heißt, wir machen jetzt zum Beispiel 2 verschiedene Winkel. Wir haben hier einen normalen Winkel von Eck außen, und dann haben wir noch einen kleinen Winkel von Eck außen und dann lassen wir den Spieler noch von Linien außen werfen. Dann könnte man sagen, okay, der erste Pass kommt. Wir werfen aus dem normalen Winkel, hier aus dem schwarzen Winkel, von Eck außen. Zack. Dann wird zum Beispiel einmal die Mittellinie angelaufen. Spieler 4 sammelt den Ball ein, gibt hier den Ball zurück. Zweiter Wurf von Linien außen. Ja, Ball kommt noch hier. Wir springen übers falsche Bein von Linien außen ab und werfen dann von hier aufs Tor. Torwart hält. Tatatat. Und Spieler 5 gibt den Ball zurück. Spieler 1 muss einmal zum Beispiel 7 Meter anlaufen, geht zurück in die Ecke und wirft wieder von Eck außen, diesmal vom kleinen Winkel. Ja, springt jetzt hier vom gelben Winkel ab, wirft aufs Tor, Tor. So, und das könnte zum Beispiel ein kompletter Durchgang sein.
Und davon macht der Spieler dann ja, drei Durchgänge, vier Durchgänge, müsst ihr ein bisschen steuern, ja, wie fit eure Spieler sind. Und dann habt ihr ja ein super Training organisiert, super Wurftraining organisiert, wo der wirklich ja effektiv 9 Würfe hat, 12 Würfe hat und jeder Spieler aus eurem Team eine Aufgabe hat. Plus ihr könnt euch hier positionieren, wie es bei der Position gerade passt. Ja, hier auf Außen sehr, sehr gut. Ja, im Rückraum kann man sich dann vielleicht besser hier positionieren bei einem Rückraum linken oder hier positionieren beim Rückraum linken. Beim Mittelmann vielleicht eher hier positionieren auf der anderen Seite, sodass ihr euch nur darauf konzentrieren könnt, eure Spieler zu verbessern. Und wie ich schon gesagt hatte, nach dieser Runde, Spieler 1, der Werfer, kriegt Pause. Der, der Pause hatte, geht zum Ballkorb. Der, der am Ballkorb war, wird Ballsammler. Ballsammler wird der andere Ballsammler. Dann wird ein Ballsammler Passgeber und der Passgeber wird Werfer. Und so wäre das natürlich jetzt für Außenspieler. Ihr werdet jetzt nicht 6 Außenspieler haben. Das heißt, dann sind im Optimalfall Spieler 1, 2 und 3, beziehungsweise 1, 6 und 5 in diesem Sinn. Also die ersten 3, 3 werfen oder die ersten 4, die werfen, sind Außenspieler. Und dann habt ihr zum Beispiel 2 Kreisläufer, die danach dran sind, dass ihr dann einen kleinen anderen Aufbau habt. Das heißt, dass erst alle Außenspieler abgefrühstückt werden und dann die Kreisläufer. Oder erst alle Rückraumspieler und dann die Außen. Wie auch immer, dass ihr das so ein bisschen in Gruppen organisiert und dann man so ein rotierendes Verfahren hat, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Genau, und damit habt ihr super einfach ein richtig effektives Wurftraining strukturiert. Jeder Spieler hat eine Aufgabe und ihr als Trainer könnt euch wirklich nur darauf konzentrieren, eure Spieler zu verbessern. Und das Ganze kann dann einfach auf der anderen Hallenhälfte gleichzeitig ablaufen mit eurem Co-Trainer oder mit einem sonstigen Helfer.